Moin! Ich habe was mitgebracht von der Messe aus Dortmund. Eine Öse fürs Zweibein. Eine abnehmbare Öse fürs Zweibein. Und zwar, dass dieser Blubbel hier nicht mehr ist. Zeige ich euch, wie man den anbringt. So, als erstes muss natürlich der alte Halter raus. Ich habe schon mal vorgelockert, weil ich den hinten verklebt hatte. Mutter und alte weg. Dann hinten ein bisschen den alten Kleber wegmachen. So, dann brauchen wir einen 8er Bohrer. So, jetzt mit dem 8er Bohrer. Ich mache es von hinten, weil da der Bohrer nicht so wegrutschen kann. Kleiner Pro-Tipp, jetzt für die Buchse reinschrauben. Da ist ein Sechskant drinnen, ein Vierer, um genau zu sein. Den kann man super aufsetzen und dann schön ordentlich und gerade reindrehen. So, nachdem ihr sie einmal reingeschraubt habt, mache ich sie immer noch mal raus und mache dann eben den Kleber drum. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ihr könnt es auch, wenn sie drin ist, noch mal von hinten verkleben, zumindest bei der R8. Da kommt ihr von hinten dann hin, wenn ihr es an der Stelle habt, wie ich habt. Und dann das Ganze wieder gerade und sauber reindrehen. Im zweiten Mal geht das Ganze auch etwas einfacher und sauberer. Und dann nicht zu tief und nicht zu weit oben. So, und jetzt mindestens 24 Stunden aushärten lassen. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, könnt ihr das Ganze nochmal benutzen natürlich. Dass wir hier einmal diese Adapter fürs Zweibein. Ihr braucht etwas Spitzes zum Entriegeln. Zack. Falls er bei euch nicht mittig sitzt, müsst ihr den hier noch, solange der Kleber nicht hart ist, könnt ihr ihn immer noch drehen und ausrichten. Und zum Entriegeln müsst ihr auch wieder reinstecken, hochziehen, fertig. Und der Vorteil ist, bei dem Ganzen, ihr müsst nicht nur den Adapter, ihr könnt zum Beispiel auch die normalen Push-and-Go Bügel nehmen, die Slim-Varianten. Ich habe zum Beispiel hier eine mit dem Saunhammer. Zack. Und da ist er an der Stelle fest. Also könnt ihr auch den Riemenbügel ganz normal hinmachen. Ich habe hier vorne für den Riemenbügel eigentlich, aber hier wäre jetzt genauso möglich, zum Beispiel für meinen Saunhammer. Ja, so schnell geht's. So, wenn es ausgetrocknet ist, könnt ihr den ganz normal reinmachen. Vorher lasst den lieber draußen, nicht, dass euch die Kugeln zusammenkleben. Und von hinten noch mal ein bisschen gegenkleben, damit er sich nicht drehen lässt. Ja. Demnächst kommt noch was Geniales raus. Ich habe den Prototypen schon davon gesehen. Das wird auch nochmal was ganz Besonderes. Da freue ich mich drauf. Also, dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.